Hallo Freunde. Ja, abendliche Stunde ist angesagt, es ist dunkel und traditionell wissen meine Fans, es ist Videozeit angesagt. Kleiner Scherz, ich habe mir einen korrekten Scheitel gezogen heute, in der Hoffnung, dass ihr die kleine Anspielung dann hinterher versteht. Schreibt es mal in die Kommentare. Heute mal ein Tee, weil die Spenden lassen zu wünschen übrig. Es könnte mal wieder etwas vor die Tür gestellt werden. Speziell Getränke alkoholischer Natur. Aber ich habe ja letztens etwas bekommen, wo man solche Getränke wie Tee zum Beispiel veredeln könnte. Vielleicht erratet ihr das, was es ist. Ja, das Geräusch kennt ihr bestimmt. Oh ja, also mehr ist mehr. So, gut. Tee. So, wir schwafeln ein bisschen. Ich rede dumm daher, ihr dürft haten. Natürlich sind diese Videos Nonsens, Quatsch. Aber schadet das jemand, wenn wir ein bisschen Spaß haben? Ich werde mich ein bisschen, wie nennt man das wohl, outen vor der Kamera. Ihr habt etwas zu lachen. Und vielleicht könnt ihr eure Toilettenzeit mit dem Handy etwas überbrücken. So. Ich habe etwas bekommen, das geht zuerst raus, daher auch die Anspielung mit den Haaren heute. Ich komme aus der Dusche. Ich habe etwas bekommen, das war ein Zollstock. Ich habe etwas bekommen, das ist ein hübsches, in meinen Augen schön designtes Klappmesser. Das werden wir uns mal näher angucken, wenn die Kamera auf den Tisch schaut. Ich finde das Design gut. Muss ich ehrlich mal sagen. Und dafür bekommt der Kollege dieses Dingens, was ich auch noch näher zeige, die ich so in Kleinserie herstelle und wo manch einer bekommt, der danach fragt. So, okay. Ich glaube mal, Kamera näher ran. Wir quatschen noch ein bisschen dumm daher. Ganz wichtig nochmal. Ich habe von einem Henrik näherer Umgebung hier bei mir vor längerer Zeit eine Alkoholspende bekommen und habe es nicht gereviewt, weil ich es relativ schnell genossen habe. Und zwar muss ich mal sagen, es war ja Glühweinzeit. Das war so eine große Flasche mit diesem Bügelverschluss. Ich habe es heiß gemacht, getrunken, habe mich im ersten Moment erschrocken, es war Bier. Heißer Panther, wem sagt das was? Schreibt es in die Kommentare. Das ist Bier zum Warmmachen. Nachdem man das dann weiß, der erste Schreck überwunden ist, hat es abends in der Not auch geschmeckt. Ich habe mir das dann schön am abendlichen Wohnzimmertisch heiß gemacht, auf einer Konstruktion, die ich mal gebastelt habe, die mit Teelichtern funktioniert. Und schwuppdiwupp war die Flasche alle, ohne es live zu reviewen. Ich gehe in mich und es tut mir leid. Danke und Grüße gehen nochmal raus. Danke für die Spenden, sage ich bloß. Das ist demnach abgehakt. Die Flasche übrigens ist bloß deswegen nicht mehr da, weil Bekannte von mir solche Flaschen gerne nehmen, um da diverse selbstgemachte Getränke drin abzufüllen, die man mit dem Entsafter herstellen kann. Da eignen sich diese Flaschen wunderbar. So, abgehakt, war noch irgendwas? Okay, das geht gleich los. Trinktemperatur ist gleich erreicht. Wir rutschen mal näher ran und schauen uns dieses putzige Messer an, wo ich mich übrigens sehr drüber gefreut habe. Ach, also, können wir dazu noch mal gleich kommen. Eine lustige Gegebenheit hat stattgefunden. Ich habe hier mit jemandem im Dorf geschwatzt, abends beim Bier. Und welches ich natürlich nicht bezahlt habe, weil ich wieder mal geschnurrt habe. Jedenfalls nach dem dritten Bier waren wir alle lustig drauf und er hat mir erzählt, bin ich der und der aus dem Internet? Und ich, ja, da habe ich mich arg gewundert, dass ich da erkannt wurde, weil er erzählte mir, 2-3 Dörfer weiter hat er mit jemandem geredet und der meinte, hier aus meiner Ortschaft, da hat jemand so ein lustiges Video mit dem Wartburg gemacht.
Das war der, wo ich damals erklärt habe, wie ich da in die Garageneinfahrt hineingeheizt bin. Ja, das war ein sehr lustiges Video. Oh, ich habe es immer noch nicht geschafft, hier unten diese Plastikkappe abzubauen. Das war mein erstes Discomobil, sage ich mal so, womit man abends drauf losgezischt ist als Jugendlicher. Mein Vater hatte diesen, das war der 353er, das müsst ihr eigentlich auch irgendwo, oh, meine Augen machen nicht mehr mit, ich kann das nicht mehr lesen. Das steht hier auch unten irgendwie drauf, Wartburg. Jedenfalls, das war schon der mit dem VW-Motor. Das gab es kurz vor der Wende. VW-Motor Ostgetriebe. Wobei das aber irgendwie, oh, ich habe es vergessen, er hat es mir dann erklärt beim Bier. Das kam irgendwie aus Ungarn oder so. Und diese Serie hat nicht richtig harmoniert und gehalten. Kann schon sein, dass es daran lag. Na nu, hier fehlen Nummernschilder, das ist auch seltsam. Da jedenfalls, lustige Story, so geht das durch die Dörfer der Umgebung und deswegen wird man dann hinterher darauf angesprochen, ob man denn im Internet zu sehen ist. Jo, abgehakt. Hat mich jedenfalls gefreut, dass auch da Zuschauer sind, die so etwas schauen. Ja, ich hoffe, die Geschichte war lustig. Der Kameramann wird das hier unten verlinken. Hier oder hier oder da. Okay, jetzt kommen wir mal zu dem schönen Messer. Hier, das kennt ihr aber auch. Ich habe ganz ähnliche Sachen schon gereviewt. Wir können hier auch mal die Kamera ein bisschen runterstellen. Vorsicht, nicht erschrecken. Zack. Meine, so ein Stativ. Wenn das funktioniert, ist es eine feine Sache. So, das sind diese Messer, die mit einer Teppichmesserklinge funktionieren. Die gibt es in verschiedensten Ausführungen. Ich fand hier aber die Machart nicht verkehrt. So, das sieht mir mehr aus wie ein richtig schickes Taschenmesser oder Klappmesser. In dem Sinne ist es ja auch ein Einhandmesser. Ist es eigentlich auch. Es ist ja nicht irgendwie verriegelt oder so. Ui. Naja gut, das gilt in meinen Augen aber als Werkzeug. So könnt ihr also eine Arbeitshose stecken lassen, obwohl dann die Ordnungsmacht auch meint, das gehört in die Werkzeugtasche. Bei uns ist sowas am Mann. Keine Ahnung. Also ihr zieht immer den Kürzeren, wenn ihr mit so etwas erwischt werdet. Weil solch eine Klinge ist in meinen Augen noch viel gefährlicher wie ein normales Messer, was wahrscheinlich sehr stumpf ist. Die Verriegelung gefällt mir hier oben. Hier. Einfach nach oben schnappen lassen und dann könnt ihr das Ding ins Tauschen und das ist eine stinknormale Teppichmesserklinge. Ich werde eigentlich nur noch mal abchecken, ob das eigentlich eine Standardgröße ist oder von irgendeinem anderen Hersteller. Das gibt es nämlich auch und dann ist das Ganze wiederum nicht kompatibel mit Standardklingen. Das müsste man eigentlich noch mal abchecken. Die sieht mir eigentlich relativ schmal aus. Na gut, ist aber nicht weiter schlimm. So. Dann rastet das hier oben ein und zack, schnappert es wieder ein. Ist eigentlich ganz simpel. Aber wie gesagt, es ist eloxiert, hier oben gebürstet mit einem namhaften Hersteller. Mir wurde erklärt, er bekommt dort öfters mal Werbegeschenke. Hat mir jedenfalls gefallen, da hat es mir auch gleich geschenkt. In der Maßgabe von Onkel Adi einen Anhänger zu bekommen, den ich jetzt selber in Kleinserie herstelle. Ja, das ist eigentlich auch nichts Verbotenes, weil dort kein verfassungsfeindliches Symbol mit drauf ist. Ich denke mir mal, das war genau 33 nach der Wahl, wo dann eben der neue Reichskanzler auf diverse Briefmarken drauf kam. No? 30 Pfennig. Deutsches Reich. No? Berichtigt mich, wenn ich das falsch sehe, aber jedenfalls ist das ja in dem Sinne jetzt nichts Böses. Das benutzen ja manche in der Umgebung als Schlüsselanhänger ans Auto oder Tür. So, geht jedenfalls raus dafür. Wir haben getauscht. Er hat es mir gleich in die Hand gedrückt, weil er weiß, dass ich alles mag, was scharf ist und wie ein Messer aussieht. Hier ist die typische Klinke unten. Einmal draufdrücken, da wo es glänzt. Zack. Und dann kann man es einschnappen. Wie gesagt, das Ding ist klein, handlich,
gut gemacht in meinen Augen und die, das Design finde ich schön. Also das erinnert doch schon mehr an ein Klappmesser, was man so zu kaufen bekommt. Kleine Torx-Schrauben, im Prinzip kann man das Ding zerlegen, ein Gürtelclip ist vorhanden, der auch angenehm funktioniert, ist nicht zu stramm, klemmt an der Hose fest, an der Arbeitshose und ich glaube nicht, dass da jemand sagen kann, man will damit jemanden erstechen. Das dürfte schwierig sein, aber mal irgendwie einen Apfel aufschlitzen ist damit technisch möglich. Ich finde das jedenfalls schön. Grüße gehen raus, bedanke mich nochmal für das Geschenk. Grüße gehen raus an Markus. Das sind jetzt so die Spezialisten im Dorf, die dann gerne mal nach dem dritten Bier in der Garage auf dem großen Fernseher meine Videos schauen. Ich hoffe, ihr liked, ihr Drecksäcke. Alte Suftziegen. So, immer schön einen Daumen runter. In der Hoffnung, dass Haten mehr zählt wie Loben. Es ist sogar eine beidseitige Bedienung möglich, sehe ich gerade. Der Pin ist wirklich auf beiden Seiten vorhanden. Oh, mein Daumen ist auf der anderen Seite. Oh, nicht fähig, ein Messer zu öffnen. Okay, haben wir jetzt auch schon mal gemerkt. Gefällt mir. Nur, ist schön gemacht. Da habe ich mich drüber gefreut. Kleines, spontanes Geschenk. So. Prösterchen, Freunde. Uiuiuiui. Grüße gehen raus an Lukas. Danke nochmal für diverse Geschenke, die mich über hungrige Zeiten gerettet haben und wenn mal ein kleines Päckchen kommt zwischendurch, wird das natürlich mit einer Sondersendung gewürdigt. Danke für das Frühstücksfleisch. Das ist leider alle. Zum Thema Frauen sei noch daher gesagt, es ist eben nicht immer alles möglich und mit zunehmendem Alter ist es schwierig, dann kompatibel zu sein. Das muss nichts Böses bedeuten und wenn man sich dann eben gewaltig auf dem Schlips getreten fühlt, kommt man da schlechter drüber weg, als wenn man 20 wäre. Das geht wahrscheinlich vielen so. Ich hoffe, das kommt an die richtige Adresse an. Da ist auch gar nichts was Böses damit gemeint. Ich hoffe, es kommt nicht verkehrt rum an. Danke nochmal. So. Ja, man kann eigentlich nicht öfters genug Danke sagen an edle Spenden, die man so bekommt. Auch hier im Dorf. Das ist eine feine Sache. Wenn so geholfen wird auf unkomplizierten Wege. Und ich helfe ja auch immer gerne und schicke was raus, wenn jemand was unbedingt haben möchte. Aber keine Messer. Es sei denn, ich habe eins doppelt, da habe ich auch schon mal welche weitergegeben. Leute, ich habe mal so einen kleinen Hilfeaufruf. Vor vielen Jahren habe ich mal diese kleine, ich nenne sie mal Spionagebrille gereviewt. Leute, ich habe das Ladegerät versaubeutelt. Oh, das Licht ist äußerst schlecht. Kann man das vielleicht nachrüsten? Nein, kann man nicht. Schade. Das hätte ich vorher aktivieren sollen. Okay, ich zeige euch mal die Aufnahme. Uiuiui. Jetzt ist es im Bild. Ich versuche mal ranzuzoomen. Das ist eine besondere Art USB-Stecker. Ist relativ klein. So. Ich glaube, jetzt habt ihr dann gesehen. Also der ist relativ klein. Der ist dicker wie ein Mini-USB, ist aber irgendwie ein bisschen schmaler. Also wenn jemand ein Ladegerät rumliegen hat, es reicht auch bloß das USB-Kabel. Diese Steckdosenadapter sind vorhanden, mehrere. Aber ich finde dieses Kabel nicht mehr. Und ich glaube, ich habe es selber entsorgt beim Aufräumen. Entschuldige mich, ich gehe in mich. Dieses gute Stück hat mir der Kameramann damals geschenkt. Wir wollten damit ein bisschen Spaß haben und es nimmt scheinbar auch in relativ guter Qualität auf. Ja,
Und nur wollte ich das auch wirklich mal nutzen und austesten aus Spaß an der Freude. Und leider geht es nicht mehr aufzuladen, weil ich das Ding versaubelt habe. Kameramann war natürlich ein bisschen enttäuscht, weil er hat das damals bei Amazon gekauft. Jetzt deswegen mal mein kleiner Hilferuf an die Community. Manch einer von euch hat ja zig Ladekabel zu Hause rumlümmeln. Also wie gesagt, das Ding ist ein bisschen, ich weiß den Namen auch gar nicht. Die Anleitung dafür war komplett auf Englisch und Chinesisch, was aber nur rudimentär bei mir vorhanden ist. Haha. Okay. Prost. Also wer so nur Dingens rumliegen hat, bitte mal zusenden. Ich könnte dafür anbieten einen kleinen putzigen Schlüsselanhänger als Tausch und eine Autogrammkarte unsererseits vom Kanal. In der Hoffnung, dass der Kameramann dieses Projekt durchboxt. Gut, das war dieses. Okay, was gibt's noch zu erzählen? Es war ziemlich kalt draußen. Ich habe diverse Silvester-Spaßvideos hochgeladen, wo ich die Schreckschusswaffen noch mal vorzeige. Das sollte eigentlich Anfang nächste Woche rausgehen. Grüße gehen raus an alle Abonnenten, die auf so etwas warten. Allerdings wird nicht geschossen. Also ich habe von allen Raketen, die ich benutzt habe, ein paar übrig behalten. Wir können noch mal zu jeder Box, die ich genommen habe, ein paar Probeschüsse hochjagen und ihr könnt beurteilen, ob das gut oder nicht gut ist. Das lässt sich als Shorts realisieren. Ist auch so geplant. Das werden wir immer mal zwischendurch aus Spaß hochladen. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich so jemanden interessiert. Also, keine Ahnung. Aber Geballer ist immer sehr gerne gesehen. Allerdings nicht von YouTube. Jo, das ist das. Danke nochmal an die vielen Abonnenten, die seltsamerweise jetzt trotzdem nochmal abonniert haben. Und diesen Nonsenskanal nächstes jetzt mal abonnieren. Also danke nochmal und wir sind ja immer noch auf der Suche nach einen der ersten Zuschauer. Vielleicht sollte man dafür mal einen Preis ausloben. Deswegen, das würde mich mal interessieren, ob wirklich noch ein paar Zuschauer der ersten Stunde mit dabei sind, die unseren Spaßkanal hier noch sehen. Jo, das war eigentlich jetzt erstmal alles. Gesagt ist alles. Und die Abonnentenzahlen sind wirklich hochgeschnipst und wie sagt man, die monatliche Stundenanzahl an geschauten Videos geht mehr und mehr nach oben. Das sieht also YouTube sehr gerne. Vielleicht sollten wir dann doch nochmal eine Sondersendung machen, wie sich das in den Einnahmen niederschlägt mit 0,001 Cent. Naja, vielleicht reicht es ja mal für einen Kasten Bier. Aber okay, es ist eben YouTube. Wir sind ja bloß ein kleiner Kanal. Das war erstmal alles. Spenden werden gerne gesehen übrigens und ein kleines bisschen Telefonguthaben. Spätestens immer am Monatsende wird das sehr gerne gesehen. Wir müssten mal das durchscrollen lassen, wer da etwas geschickt hat. Fällt mir jetzt gerade ein. Als kleine Würdigung. So, danke nochmal, Freunde. Das war so mal so ein kleines Labervideo. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Schusstests folgen. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß zu Silvester. Wir haben ein ordentliches Feuerchen gemacht, haben daran gesessen, haben draußen gegrillt. Es war nur sehr windig, ansonsten ziemlich mild. Okay, Freunde, tschüss. Schreibt bitte irgendwas in die Kommentare und wenn es auch bloß Mistvideo, Hashtag Mistvideo ist, es ist wichtig für die KI. Danke, Freunde. Grüße gehen raus und danke für die Spenden.